Cedric Wohner bei uns zum dritten DSC Drive. Cedric, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du fit bist, vor allen Dingen nach der langen Verletzung, Schulterverletzung, und jetzt wieder voll eingestiegen ins Training bei Arminia und eigentlich schon einsatzbereit fürs Spiel. Heute einsatzbereit für den DSC Drive. Ich hoffe, du hast ein bisschen gute Laune mitgebracht. Auf jeden Fall. Sehr schön. Gute Laune und viel Energie jetzt für ein gutes Gespräch. Perfekt, dann lass uns losfahren. Top. Sehr schön. Komisch für mein Alter, aber ich schaue mir gerne Tour de France an. Und da gab es auch oftmals halt ein Team, Alpecin Katjuscha gab es mal, glaube ich. Genau. Ich weiß nicht, ob das immer noch die Kooperation ist. Die sind bei der letzten Tour unter dem Namen gefahren. Ja, ganz genau. Und darum, also habe ich das. Ich habe das irgendwie. In meiner Familie hat das immer mein Großvater hat das geschaut und mich hat es irgendwie auch interessiert. Wenn er mal so eine Gruppe ausreißt und sich davon macht und die anderen das Feld hinten, muss die Lücke wieder zufahren und so, ja, schaue ich mir ganz gerne an. Also vor allem so Bergetappen. Auf Einwurf, eine deiner großen Spezialitäten. Zumindest unter Fußballern so in der Liga bist du schon wahrscheinlich einer, der mit am weitesten werfen kann. Nämlich mal an. Ist ja wahrscheinlich nie gemessen worden, ist nur eine gefühlte Wahrheit. Ist noch nie gemessen worden, ja. Wie es jetzt nach der Verletzung ist, weiß ich gar nicht. Also im Moment gehöre ich wahrscheinlich noch nicht zu den oder nicht wieder zu den weitesten Einwerfern. Aber das sollte bald wieder kommen. Diese Verletzungspause und das Zurückkämpfen, das war ja wahrscheinlich so ein bisschen wie so eine Bergetappe bei der Tour de France für dich. Jetzt bist du, muss man sagen, über den Berg. Du bist wieder voll im Training mit dabei. Ja. Und wie fühlt es sich an? Ja, gut. Ich bin froh, dass ich das alles einigermaßen überstanden habe. Klar habe ich jetzt in den ersten Wochen, in denen ich wieder ganz im Training bin, gemerkt, dass der Kopf schon noch eine Rolle spielt. So, wenn man in die Zweikämpfe geht, in die Luftduelle, da ist man noch nicht ganz frei, auch mit der Schulter. Aber das wird wirklich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche wird das besser. Knall mich auch wieder härter in die Zweikämpfe rein und Es waren anstrengende Monate. Bist du ein geduldiger Mensch? Im Leben eher ein ungeduldiger Mensch. Mhm. Also, wenn es was gibt, was ich hasse, dann ist es irgendwo in der Schlange zu warten, anzustehen. Also da bin ich gar nicht geduldig. Einmal gerade zur Erklärung vielleicht, das war eine Schulter-Eckgelenkssprengung plus noch eine Gehirnerschütterung obendrauf. Ja. Bei dir. Hast du dir diese Szene, das war damals das Spiel, ich glaube Ende April, Anfang Mai gegen SC Paderborn auf der Alm, hast du dir jemals diese Szene nochmal wieder angeguckt oder lieber nicht? Doch, haben mir die Szene mehrmals angeguckt und ja, aber konnte ich auch gut hinschauen, hat mich jetzt nicht so, ist mir nicht kalt den Rücken runtergelaufen oder so, also konnte ich relativ entspannt, konnte ich mir das ansehen. Ja, sieht nicht ganz so schön aus, aber ich bin froh, dass es schlussendlich doch nur in Anführungszeichen Schulter-Eckgelenkssprengung und Hirnerschütterung war. Hast du irgendwelche Erinnerungen an den Moment an sich, als es passiert ist? Nee, gar nicht. Also habe ich sicher eine Gedächtnislücke von 2-3 Minuten, die da nichts, ja, der ich einfach gar nichts mehr weiß. Wer hat oder wie hast du hinterher erfahren, dass Amos Pieper und Manuel Prietl, glaube ich, waren es damals diejenigen gewesen sind, die dir dann sogar dann die Zunge ja aus dem Hals, wie man so umgangssprachlich sagt, geholt haben und mehr oder weniger dich ja gerettet haben auf diese Art und Weise? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob mir das meine Freundin gesagt hat, danach im Krankenhaus, oder ob ich es erst aus den Zeitungen dann erfahren habe. Da weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich hatte keine Ahnung, bis mir das gesagt wurde oder bis ich das gelesen habe, wer da irgendwie. Das Erste, was ich mich erinnern kann, ist
dass mein Vater, der ist auch Arzt, auch Sportarzt, dass der dann, die waren, meine ganze Familie war da im Stadion, der ist dann direkt runtergekommen. Ja, wahrscheinlich eine normale Reaktion so als Vater, wenn man noch ein bisschen was mit Medizin am Hut hat. Und das Erste ist dann tatsächlich seine Stimme, die ich, also wie er mich dann gefragt hat, Sedi, wie geht's, wo bist du? Aber fand ich beeindruckend, vor allem, dass Amos Pieper als so junger Spieler so schnell gehandelt hat. Und dein Vater, das muss man sich vorstellen, der saß auf der Tribüne, wo es auf der Seite auch, wo es passiert ist. Ich glaube, es ist die, die Osttribüne, die neuere Tribüne. Und der ist dann über die Bande gehüpft und direkt dahin gelaufen. Ja, also zuerst Physio, dann der Mannschaftsarzt und dann ist von oben noch mein Vater runtergekommen. Alle, die da direkt auf der Tribüne saßen, haben gesagt, wie das geknallt hat in der Luft und dann wie ich runtergefallen bin. Also da hat man schon gesehen, dass das was Ernstes ist. Was für ein Mediziner ist dein Vater? Der ist Rheumatologe und Sportarzt. Der war auch mal Mannschaftsarzt beim FC Zürich. Mhm. Und wenn du jetzt kein Profifußballer geworden wärst, wäre ein Medizinstudium für dich auch eine Option gewesen, so wie Papa das gemacht hat? Oder? Ja, unbedingt. Das war eigentlich immer mein Traum. Ehrlich? Seitdem ich 4, 5, 6 Jahre alt war, ja? Habe ich immer gesagt, ich will Arzt werden, wie Papa. Und ja, das war dann nicht möglich. Ich wollte aber studieren, habe mich dann anstelle eines Medizinstudiums, war für mich das naheliegendste, ein Psychologiestudium. Habe dann ein Psychologiestudium in der Schweiz angefangen, auch 6 Semester studiert in der Schweiz an der Uni Zürich und musste das jetzt unterbrechen, weil ich hier nach Bielefeld gekommen bin. Das heißt, du hast möglicherweise den Plan, nach der Karriere das Studium fortzusetzen und zu Ende zu bringen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mich jetzt auch, eventuell kommt noch ein Fernstudium in Frage, um das jetzt parallel neben dem Fußball weiterzumachen. Und dann das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren mal abschließen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, nach der Karriere sowas in Richtung Sportpsychologie zu machen, weil ich finde, dass da noch enormes Potenzial einfach vorhanden ist und noch viel zu wenig gemacht wird in dem Bereich, dass da die Fußballer sich noch einen Sprung nach vorne machen können. Also das heißt, du hast in Zürich Leute, so wenn irgendwie du das Gefühl hast, eine Art Redebedürfnis oder irgendwie ein Problem oder sowas, dann gibt es schon da Ansprechpartner für dich, so, den du dann... Ja, ich habe das vor 2, 3 Jahren mal angefangen und wollte einfach schauen, ob das was für mich ist, ob das was hilft oder ob das was bringt. Also ja, klar, die Psychologen sind ja auch keine Zauberer. Die gehst nicht einmal zum Psychologen und danach spielst du 10-mal besser. Aber es ist einfach so, mir hat das dann irgendwie gut getan und ich habe eine super Saison gespielt dann beim FC Zürich. Aber hast halt keine Belege oder Beweise, ob das aufgrund der Arbeit, der Zusammenarbeit mit dem Psychologen oder ob es einfach andere Gründe hatte. Aber für mich hat es so gestimmt und die Leistungen haben auch gestimmt und darum war das für mich auch ein Grund, diese Zusammenarbeit fortzuführen. Das hat mir gut getan. Und auch so in der Entwicklung, jetzt nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch, konnte er mir da einige Sachen mit auf den Weg geben. Und wenn du dann heute irgendwie das Gefühl hast, irgendwie das, also da ist eine Sache, über die du sprechen möchtest, greifst dann zum Telefonhörer und rufst an oder ist es schon besser, man trifft sich persönlich? Nee, wir haben jetzt das letzte Jahr, als ich jetzt hier in Bielefeld war, haben wir regelmäßig über FaceTime haben wir halt Kontakt gehabt. Gott sei Dank gibt es heutzutage diese Möglichkeiten. Ja. Dann ist nicht ganz das gleiche wie ein Face-to-Face-Gespräch, aber es kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Hast du das Gefühl, 2019 gibt es immer noch Fußballer, Profifußballer, die das so ein bisschen verpönen, so die dann sagen, also hör mir auf mit einem Psychologen, was brauche ich nicht? Ja, auf jeden Fall, ja. Also generell, wie es halt auch in der Gesellschaft ist, früher noch viel mehr als heutzutage. Ich glaube, das Thema wird schon von Jahr zu Jahr präsenter und auch
mehr anerkannt, so sage ich jetzt mal. Weil, ja, bei uns in der Schweiz zumindest hat man immer gesagt, ja, die Psychologen, die haben selber ein bisschen einen am Helm. So, das war immer das, was ich gehört habe. Gibt es auch in Deutschland Leute, die das sagen? Ja, also das ist so ein, ja, so ein Vorurteil, dem ich halt nicht so viel anfangen kann. Du hast eben von deinen Erfahrungen beim FC Zürich gesprochen. Zweimal Pokalsieg, aber auch der Abstieg. Aber auch der Aufstieg, muss man dazu sagen. Wie hast du den Club in Erinnerung? War das so für dich dann auch, war der Sprungbrett ja auch für dich nach Bielefeld im Endeffekt? Was überwiegen die positiven oder eher die negativen Erinnerungen an die Zeit dort? Ganz klar die positiven, weil auch, also ich konnte mich eigentlich im besten Moment dann beim FC Zürich verabschieden. Mit im letzten Spiel Pokalsieg, habe dann noch das 1:0 vorbereitet und ja, war schon ganz schön. Mit Arminia im Pokal jetzt gegen Schalke 04, ist das so für dich so ein Ziel, da zumindest bei so einem Highlight-Spiel ein paar Minuten mal zumindest auf dem Platz zu stehen? Ja, Ziel oder Wunsch wäre, dass ich von Anfang an auf dem Platz stehe. Da würde ich aber gerne vorher, müsste ich da schon ein, zwei Spiele gemacht haben, sonst wird es ein bisschen hart. Wahrscheinlich konditionell vor allem. Aber ja, absolutes Highlight gegen Bundesligisten vor heimischer Kulisse, DFB-Pokal. Also ja, ich glaube, das wird schon cool. Habe ich ja noch nicht erlebt, sowas, also gegen Bundesligisten. Letztes Jahr sind wir da sang- und klanglos ausgeschieden gegen Duisburg. Du musst es dem Trainer beweisen, dass du da reingehörst in diese erste Elf. Musst du es dir selber auch dann wieder irgendwie neu beweisen oder weißt du eigentlich, dass dein Platz da ist? Ja, nee, eigentlich weiß ich, dass ich in diese Mannschaft gehöre von meinen Fähigkeiten her. Und ich weiß auch, dass wenn ich meine, ich bin noch, also klar, man merkt, ich hatte noch nie so eine lange Verletzung. Und das ist klar, dass man nicht gerade nach ein, zwei Wochen voll Mannschaftstraining wieder bei 100% ist. Aber ich weiß schon, was ich drauf habe. Ich bin jetzt kein Wunderfußballer, aber ich weiß, wo meine Stärken liegen und dass ich mir da eigentlich den Platz in der Elf auch, dass ich da gut mithalten kann. Fehlt dir die Schweiz? Ja, gute Frage. Ich muss jetzt selber gerade überlegen. Also mir fehlen vor allem meine Freunde und die Familie. Klar, hin und wieder, also auch die Stadt, weil man als Zürcher schon verwöhnt ist. So mit der Stadt, schon ganz cool dort zu leben. Hohe Lebensqualität. Ja, ja, mega hohe Lebensqualität und von dem her, aber irgendwie, was das Schöne daran ist, man freut sich dann auch wieder richtig und kann es richtig genießen, wenn man dann wieder in Zürich ist, weil das geht dann meist so ein bisschen unter, wenn man sich da jahrelang in der Stadt aufhält und man weiß es nicht mehr ganz so zu schätzen, wie es eigentlich mit allem im Leben ist. So funktioniert der Mensch halt. Kann der Teutoburger Wald in Bielefeld mithalten mit den Bergen in der Schweiz, oder? Ja, mit den Bergen wird es schwierig. Ja, klar, es ist schön und mal einen Spaziergang wert, aber mit den Bergen in der Schweiz kann der nicht ganz mithalten. Okay, du hast dich auch nicht für eine Wohnung in der Natur abseits der Stadt entschieden, sondern wirklich fürs Zentrum, wie wir gerade erleben durften, als wir dich eingesammelt haben in Bielefeld. Was ist der Grund? Gibt es einen besonderen Grund dafür oder war das einfach die schönste Wohnung und das ist Zufall? War die schönste Wohnung. Nein, aber ja, es ist schon eine ganz coole Wohnung, aber vor allem habe ich sie genommen aufgrund der Lage, weil ich bin im ersten Jahr war ich alleine hier in Bielefeld, inzwischen ist meine Freundin auch hierher gezogen und ich wollte einfach da an einer guten Lage mich platzieren, wo auch viele Restaurants rundherum sind, wo ein bisschen was läuft, sonst hätte ich mir gedacht, wäre ich mir vielleicht ein bisschen einsam da vorgekommen und hätte da jeden Tag kochen müssen, das hätte schwierig werden können. Euer Trainer hat sich, wie wir mal erfahren haben, ja dafür entschieden, eben nicht sich in Bielefeld niederzulassen, der jetzige Trainer, sondern etwas außerhalb. Ist das ganz gut, dass man weiß, wenn man auch mal losgeht, irgendwie, ob abends, mittags oder wann auch immer, dass man dem nicht unbedingt über den Weg läuft? Nee, nicht besonders, weil wenn ich unterwegs bin, dann laufe ich eigentlich immer dem
sportlichen Leiter oder dem Geschäftsführer über den Weg. Also triff ich auch relativ oft an. Also es kommt eigentlich nicht darauf an. Aber ich glaube, er hat sich für eine Wohnung außerhalb entschieden, auch wegen seiner Hunde. Ich glaube, er hat ein oder zwei Hunde. Und das ist vielleicht nicht optimal dann, wenn er meine Wohnung hätte und da von da lässt sich nicht so schön Gassi gehen. Hast du Geschwister eigentlich? Ja, ich habe einen kleineren Bruder. Spielt der auch Fußball? Nee, hab mal. Der ist dann auch mal zum Probetraining beim FC Zürich eingeladen worden. Hat dann aber gesagt, nee, das sei nichts für ihn, so viel zu trainieren. Und, auch über dich wahrscheinlich. Du hast den Vater erst geholt und dann auch noch den Bruder. Ja, genau, wollte ich den Bruder noch holen. Hast du für die Mutter auch noch einen Job gefunden? Ja, die macht dies für die Wäsche zuständig. Ja, natürlich. Darf sie nicht hören, das weißt du. Nee, ist wahrscheinlich beleidigt. Ja, also den Link werde ich hier nicht zusenden von dem Video. Das wäre mein kleiner Bruder, dann habe ich noch eine ältere Schwester. Und das wäre es, ja. Okay, und ihr habt alle zusammen das, schon Platz genug gehabt zu Hause und entsprechend eine gute Zeit. Und du hast eine gute Kindheit gehabt, höre ich daraus. Ja, super. Sehr gutes Familienverhältnis, alle sehr lange zu Hause gewohnt oder kleiner Bruder wohnt immer noch zu Hause, Schwester ist auch noch nicht so lange ausgezogen, also ja, wir hatten es schon sehr gut und ja, Mama hat sehr vieles gemacht für uns. Also für mich ist es fast stressiger, wenn ich nach Zürich gehe für 2-3 Tage, weil ich da alle sehen will, meine Freunde, meine Verwandten, Bekannten, und da bin ich quasi permanent nur unterwegs und freue mich dann wieder nach Bielefeld zu kommen und ein bisschen auszuruhen, weil das mehr, also ist ja ein schöner Stress, aber es ist immer sehr viel los, wenn ich in Zürich bin. Dieses Switchen von Schweizerdeutsch ins Hochdeutsch und umgekehrt könntest du wahrscheinlich jetzt so ad hoc machen, ne? Wenn du jetzt wolltest, dass ich kein Wort verstehe, könntest du so loslegen wahrscheinlich. Dann könnte ich jetzt so anfangen reden und es wäre wahrscheinlich schwierig, wenn ich schnell würde reden, dass du noch etwas würdest verstehen. Also das meiste habe ich jetzt gerade noch gekriegt, aber nicht alles. Also das ist schon möglich, direkt aus Schweizerdeutsch zu switchen. Okay. Und sprichst du mal mehr Sprachen? Französisch oder so? Viele Schweizer sprechen ja. Ja, also Französisch verstehe ich praktisch alles, kann mich auch unterhalten. Italienisch hatte ich auch in der Schule, da verstehe ich auch alles, kann auch ein bisschen quatschen. Und Englisch spreche ich. Ja. Dann kannst du ja im Grunde genommen auch mit denen, ich sage jetzt mal mit Jonathan Klaus, wobei der ja auch fleißig Deutsch lernt auf seine Art, so, ja, learning by doing, kannst du dich theoretisch auf Französisch verständigen? Ja, genau, wir machen da auch immer Späßchen wieder und ich spreche eigentlich gerne mit ihm ein bisschen Französisch. Der antwortet zwar immer auf Deutsch und ich dann bewusst auf Französisch, aber es ist witzig und da kann ich mich schon mit jedem so ein bisschen unterhalten. Jetzt muss ich gerade überlegen, wenn ich dich jetzt wieder Richtung nach Hause bringe, fahre ich am besten links oder gerade? Gib beides. Ich würde jetzt links fahren. Ja, tendenziell würde ich es auch machen. Wir können auch noch 2 Stunden fahren, das ist nett. Wir plaudern hier so gemütlich. Also ist jetzt sehr kurzweilig. Ja, was machst du heute noch mit deinem angebrochenen Tag? Heute Training ist ja nicht mehr. Heute kein Training mehr. Ich habe mir noch überlegt, ob ich noch golfen gehe, aber ich spüre ein bisschen meinen Rücken. Da sind wir wieder. Unfallfrei. Top. Haben wir dich nach Hause gebracht. Sehr schön. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Ja, kann ich nur zurückgeben. Das ist schön.